Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Denkt ihr nicht, dass ihr mir ein bisschen zu nahe seid? Jemand muss ihn aufhalten! Heide! Komm hierher zurück! Sollten sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, das Gebiet zu verlassen. Also zog Tamir ab, ritt gen Norden und sorgte sich, was aus seinen Vorräten werden würde. Denn schon bald drohten sie zu verderben. Das hätte das Ende dieser Geschichte und dies... ...des armen Mannes bedeutet. Aber das Schicksal hatte Angst. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur. Barbarischen Taten zu rächen. Betet, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Habt keine Zweifel, wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen, wir müssen zurückschlagen. Seid auf der Hut. Er beobachtet. Und? Wie hast du es geschafft? Ohohoho, das war nicht einfach, mein Freund. Ganz und gar nicht. Der verfluchte Händler hat mich erwischt und um Hilfe gerufen. Das wird die Wachen nicht erfreut haben. Mindestens ein Dutzend von ihnen kam. Alle schwer bewaffnet und streitlustig. Und was dann? Habe Fersengeld gegeben, ab durch die Menge und drüber und drunter her. Ein paar stieß ich um, aber sie verfolgten mich weiter. Wie konntest du entkommen? Meine Freunde haben mir geholfen. Wie meinst du das? Ein paar meiner Brüder treiben sich am südöstlichen Ausgang des Zugs herum. Sie ließen mich passieren und nahmen sich dann der Wachen an. Lenkten sie ab, während ich floh. Ohne ihre Hilfe wäre ich jetzt nicht hier. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er sicher. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes.
Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Seltsam. Grausamkeit? Warum tut er das? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Das Feuer des Krieges spritzt sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Ist er verrückt? Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Tamir trieb damals eine Karawane zwischen Damaskus und Jerusalem. Doch das Geschäft ging schlecht. Niemand in Jerusalem wollte seine Waffe. Altair, schön euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.
Altair, mein Freund. Stimmt was nicht? Ist Tamir verspätet? Hat er die Stadt verlassen? Es ist alles im Lot, Rafik. Ah, nun denn. Warum kehrt ihr so bald zurück? Wartet. Antwortet nicht. Wer bin ich, um eure Wege in Frage zu stellen? Egal, wie fragwürdig euer Ansatz auch sein mag, er wird von Erfolg beschienen sein. Sucht es! Ich hol mir deinen Kopf! Ungläubiger, ich werde euch in die Straßen weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. Dein Leben ist verwirrt. Ende dein Leben. Euch hol ich mir. Gott ist auf meiner Seite. Ich werde es nicht gewinnen. Wer hat das getan? Wer hat das getan? Wer ist dafür verantwortlich? Hier findet ihr sich. Seid ihr es leid, an den Ständen der anderen Kaufleute nichts zu finden? Dann kommt zu mir! Zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tod zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reisen, hinterlassen sie einen Bürger. Hört mich an!
Ihr seht aus, als würdet ihr etwas suchen. Kommt! Bei mir findet ihr es sicher. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Seid ihr es leid, an den Ständen der anderen Kaufleute nichts zu finden? Ich habe nichts. Komm zu mir! Komm, seht selbst! Nein, geht nicht! Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Bitte. Eine kleine... Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, geht nicht! Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Deshalb kauft ihr ja auch bei mir. Habt ihr Geld für mich? Meine Familie ist groß. Ihr Leute, ich habe nicht. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit! Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir! Ich wollte euch nicht beleidigen! Dann haltet eure Zunge im Zaum! Nein! Haltet ein! Einhalten! Ich habe gerade erst begonnen! Nein! Haltet ein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr... Nein. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Er ist schon einmal entkommen. Lasst es noch wieder geschehen. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt?
Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe.